Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Das nächste Solo-Battle steht an. Wir treten an hier zu Hause im AT&T Stadium gegen den Super Bowl-Verlierer, gegen die San Francisco 49ers. Große Rivalität in den 90er Jahren zwischen diesen beiden Teams. Und los geht's. Der Return von San Francisco gestoppt an der 28 und die Niners sind schnell. Wir haben ja das letzte Spiel gegen die Carolina Panthers übelst verloren. Jetzt müssen wir gegen Kyler Murray ran. Wir dürfen uns keine Niederlagen mehr in den Solo-Battlen diese Woche erlauben. Sonst wird das ganz mies für uns enden. So, wir stellen unsere Verteidigung ein. Erster Versuch und 10 für die 49ers an der 29 Yard, den wir verteidigen in einer Cover 4. Vollständiger Pass von Murray. Schöner, harter Hit von Clinton Dix. Aber zweiter Versuch und 2. Und wir blitzen mit dem Fireman. Guter Run der 49ers. Coleman an die 48-Yard-Linie der Cowboys. Da sahen wir nicht gut aus. Kyle Shanahan, der Head Coach der 49ers. Erster und 10 in der Hälfte von Dallas. Wieder ein Run, aber gut gestoppt diesmal. McCoy macht hier die Mitte dicht. Wir haben einen zweiten Versuch und 7 an der 45-Yard-Linie. Der nächste Run. Da kommt Van der Esch an, stoppt den Running Back. Und jetzt haben wir sie bei einem dritten Versuch und 6. Jetzt muss eigentlich der Pass kommen. Kyler Murray wirft und der ist hoch und zu hoch. Incomplete Pass. Die 49ers schicken ihre Punt Unit auf das Feld. Wir versuchen zu blocken. Aber mein Gott, da kommt nicht einer durch. Punt geht. Ach du Weiher, an die 1-Yard-Linie. Noch besser kannst du es nicht machen. Erster und 10 an der 1. Boah, da müssen wir erstmal schauen, dass wir hier irgendwie uns schadlos halten und erstmal aus der Endzone rauskommen. Das wissen natürlich auch die 49ers. Laufspiel Elliott. Wir müssen aufpassen, dass es hier keinen Safety gibt. Elliott kommt mit Mühe und Not zurück an die Line of Scrimmage. Zweiter und 10. Wieder steht Prescott in der eigenen Endzone. Elliott kommt raus. Oh, das war wichtig. Wir sind an der 8-Yard-Linie. Dritter und 3. Wir nehmen den Level Sail. Jarwin und Elliott attackieren die rechte Seite. Wir achten auf Gallup. Wir brauchen einen First Down. Wo ist Gallup? Incomplete Pass. Boah, ich vierter und 3. Ja, wir müssen ihn ausspielen. Also, wenn ich von hier hinten punte, kriege ich einen Return. Der wird ein Albtraum. Wir achten mal auf Cooper. Ob der ein 1 gegen 1 hat. Gehen auf Nummer sicher. Nehmen Johnson. First down an der 27-Yard-Linie. Wow, durchatmen. Das war eine ganz kritische Situation. Erster Versuch und 10 für die Cowboys an der eigenen 27. Elliott mit einem Run über die Außen. Dreht sich in die falsche Richtung. Da könnte ich wahnsinnig werden drüber. Zweiter Versuch und 7. Play-Action Slot Cross. Und schon ist das erste Quarter vorbei. Keine Punkte bis dato. Wir haben einen Drive der 49ers gesehen, der mit einem Punt endete. Der Drive der Cowboys läuft. Zweiter und 7. Cooper und Johnson von links auf einer Slant. Gallup kommt von der rechten Seite. Schöner Catch von Johnson. First down an der 40-Yard-Linie. Interessant, was die Niners da für eine Defense gespielt haben. So, wir gehen per Audible in einen Pass. Cooper von links auf einer Slant. Ball über die Mitte. Cooper kann den Ball nicht festhalten.
Zweiter und 10 an der 40-Yard-Linie. Wir nehmen den Shark Halfback Wheel. Jarwin attackiert die Mitte der Tight End. Wir schauen mal, was Gallup macht. Gehen auf den Tight End. Sicherer Catch. Wir sind an der 50-Yard-Linie und haben einen ersten und 10. Ich war mir nicht sicher, ob das reichen würde. So, wir nähern uns schon dem Two-Minute-Warning. Elliott. Oh, habt ihr gesehen, wie da gerade der Safety aus dem Weg geräumt wurde? Elliott immer noch auf den Beinen. Touchdown, Cowboys. Ein Riesenlauf. Ein 50-Yard-Touchdown-Run von Zeke Elliott. Hervorragende Blocks, die wir da gesehen haben. Also gerade wieder eine Linebacker da. Ich glaube, von einem unserer Wide Receiver aus dem Spiel genommen wurde. Das war ganz, ganz großes Kino. Ah, ich wollte doch eigentlich eine Two-Point-Conversion probieren. Hoffen wir mal, dass jetzt... Oh, wir haben keinen Lack gehabt. 7:0 gehen die Cowboys in Führung. Ein 99-Yard-Drive. Das tut der gegnerischen Defense weh. Der Kickoff von Sirlein. Der Ball an der 3-Yard-Linie. Aufgenommen von den 49ers. Retourniert. Und wir sind beim Two-Minute-Warning angekommen. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie. Der ersten Halbzeit. Der Partie wäre schön. Nein, der erste Halbzeit. Wir bleiben in einer Cover 4. Erster und 10. Ich rechne mit einem Pass. Ich glaube nicht, dass die Niners jetzt hier noch allzu viel laufen werden. Oh, starker Move. Der Receiver geht ins Aus, hält die Uhr an. Perfektes Play. Ball an der 40-Yard-Linie. Ganz stark gespielt. Neuer erster und 10. Pass über die Mitte. Harter Hit. Ball wird festgehalten. Das ist ein zweiter und 6. No Huddle Offense. Der 49ers, Kyler Murray, oder läuft er raus aus der Pocket? Slidet ab an der 39. Erster und 10. Und wieder ist er unterwegs. Verliert den Ball, da hat er sich zu viel zugetraut. Das ist halt riskant, wenn du als Quarterback läufst. Wir haben einen Turnover und wir haben einen Ballbesitz für die Cowboys. An der eigenen 29-Yard-Linie. So, wir haben noch über eine Minute auf der Uhr. Wir haben noch alle Auszeiten. Da kann noch was gehen. Johnson und Gallup von links, Cooper von der rechten Seite. Mann, 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 meine Bälle sind zu hoch. 2010. Sollte mir mal echt angewöhnen, ein bisschen niedriger zu werfen. Das würden meine Wide Receiver bestimmt auch ganz toll finden. So, wir nehmen einen normalen Slant. Johnson, Cooper links. Gallup von der rechten Seite. Schneller Pass über die Mitte. Wir sind an der 37-Yard-Linie. Dritter und 1. Beginnt per Audible in einen Lauf, in eine Inside Zone. Ich will erstmal nur das First Down. Und das gelingt uns. Wir sind an der 44-Yard-Linie. Dallas nimmt die erste Auszeit. Also selbst wenn wir nur in Field Goal Range, nur in Anführungszeichen kommen, wäre das schon noch ein echter Erfolg. Blitz der 49ers. Beide Safeties kommen. Wir achten auf Jarwin und vor allen Dingen auf Johnson im Slot. Incomplete Pass. Starker Druck auf Prescott. 2010. Johnson, Jarwin und Gallup attackieren. Von der rechten Seite. Der Ball zu Gallup. Possession Catch probiert. Incomplete Pass. Ah, die Niners verteidigen das hier sehr, sehr gut. Cowboy Slot Slant. Wir achten auf unsere beiden äußeren Receiver. Die werden in der Press Coverage genommen. Aber die Safeties gehen mit nach außen. Der Ball zu Johnson und der ist incomplete. Mein Gott, was verteidigt das San Francisco gut. Vierter und 10 an der eigenen 44. Na,
ich muss dieses Spiel gewinnen. Deswegen werden wir hier punten. Mir geht es darum, dass wir einigermaßen safe hier gleich in die Pause kommen. Jones. Ah, der Ball geht in die Endzone. Oh. Knapp. An der 20-Yard-Linie kommt Kyler Murray und die Offense wieder aufs Feld. Erster und 10, 19 Sekunden haben sie noch Zeit. Die Niners haben noch alle drei Auszeiten, aber das sieht nach einem Lauf aus. Genau so ist es. Kommen an die 30, jetzt nehmen sie ein Timeout. Wollten mal so ein bisschen gucken, was vielleicht noch geht. Second and Inches von der 30. Noch 14 Sekunden auf der Uhr. Tiefer Ball. Boah, der ist incomplete. Gott sei Dank. Ich hasse das ja, wenn mein Cornerback hinter seinem Receiver herläuft. Also, das ist so eine Situation, die sieht man nicht gerne. Third and Inches. 9 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. Vollständiger Pass von Kyler Murray. Ball an der 41. Zweites Timeout genommen. Jetzt haben sie noch 5 Sekunden auf der Uhr und gehen auf eine Hail Mary. Murray läuft. Jalen Smith ist da. Und jetzt ist Halbzeit. Und wir schauen mal, ob wir diesen den Touchdown-Run von Emmitt Smith gleich nochmal, von Emmitt Smith, von Zeke Elliott nochmal sehen. Vor allen Dingen den Block, der da gesetzt wurde gegen den Middle Linebacker. So, das sieht gut aus. Cowboys knapp vorne. Wir haben auch hier ein ganz knappes Spiel. Da sehen wir es nochmal. Ah, da war der Block leider schon vorbei. Da nochmal der Move von Elliott. Den Touchdown wollte er haben. Und wir sollten in der zweiten Halbzeit versuchen, mehr zu laufen. Da sind die 49ers sehr, sehr anfällig. Gegen den Pass verteidigen sie extrem gut. Ola Whaley, unser Fullback, Kopf runter, bringt den Ball an die 39. Wir sind im dritten Quarter. Erster Versuch und 10 für die Offense der Cowboys. So, wie gesagt, unseren Worten Taten folgen lassen. Lasst uns mehr laufen. Elliott durch die Mitte. Und schon eine Riesenlücke. Wir kommen an die 48. Wie gesagt, die Niners, eine richtig gute Passverteidigung, was sie da haben. Dann knacken wir sie halt übers Laufspiel. Elliott an der 48-Yard-Linie der 49ers soll über die linke Seite laufen. Da haben sie die Lücke gut zugemacht. Wir sind an der 45 mit einem zweiten Versuch und 7. Das nächste First Down. Ja, die 49ers kriegen das Laufspiel der Cowboys nicht in den Griff. Erster und 10. Jetzt wird mir ein Play-Action richtig gut gefallen. Wir nehmen einen normalen Pass, Shark Halfback Wheel. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten auf Johnson. Ich möchte Elliott jetzt hier nicht komplett jedes einzelne Play machen lassen. Aber wir haben ja auch einen guten Tight End. First Down an der 22-Yard-Linie. Die Cowboys kommen mit einem sehr guten Drive aus der Halbzeitpause. Wir sind kurz vor der Red Zone der 49ers. So, Laufspiel Elliott. So, und jetzt sind wir in der Red Zone an der 19. Zweiter Versuch und 7. Wir nehmen den Drive-Thru-Corner. Cooper kommt von rechts. Wir achten auf die beiden Tight Ends links und rechts der O-Line. Der Ball geht zu Hikutini. Sicherer Catch. Auch der ist ja nicht mehr im Kader. Hatte ich den Cut hier auch nicht geschafft. First and Goal an der 6-Yard-Linie. Also, das ist auch ein Drive, der richtig Zeit kostet. Das wollen wir mal nicht vergessen. First and Goal. Und Zeit ist das, was die Niners hier am allerwenigsten haben. Elliott in der Endzone. Das ist der Touchdown für die Cowboys. Also, wir haben hier wirklich sehr konservativen Football gezeigt, aber der wirkt gegen dieses Team aus San Francisco. Wir haben gesehen, was die... Oh, habt ihr den Leck gesehen? Nee, also du kannst hier keine PETs schießen. Nee, nee, nee. Finger weg davon. Es ist ein 13:0. Heißt, rein theoretisch gesehen, zwei Touchdowns San Francisco, wir liegen hinten.
Also, wir sind hier lange, lange nicht durch. An der 6 Yard Linie wird der Ball aufgenommen. Der Return der Niners ist gestoppt an der 25 Yard Linie. So, wir haben noch 52 Sekunden zu spielen im dritten Quarter, aber Kyler Murray, der muss jetzt liefern. San Francisco muss scoren. Moment, sie brauchen eigentlich schon einen Touchdown. Lauf durch die Mitte an die 30-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 6 Yards. Freunde. Wir gehen per Audible in einen Blitz. Durch die Mitte eigentlich, aber das ist den Niners egal. Gute Arbeit für Coleman. Aber ehrlich gesagt, sollen sie das machen? Wenn sie zwei Versuche brauchen, um 11 Yards zu gehen und einen First Down zu erzielen, sollen sie das machen? Das kostet richtig Zeit. Wir blitzen mit dem Saw Blast. Versuchen also weiterhin Kyler Murray unter Druck zu setzen. Wieder ein Lauf. Der Ball an der 40-Yard-Linie und jetzt laufen die letzten Sekunden runter. Das dritte Quarter ist vorbei. Die Niners warten immer noch auf ihre ersten Punkte. Das ist also kein schöner Football, den wir hier sehen, aber wir müssen ergebnisorientiert spielen. Nach diesen beiden Niederlagen haben wir keine andere Wahl mehr. 2006. Schöner Hit. Dritter Versuch und Zentimeter. Ganz gefährliche Situation. So, ich gehe von einem Pass aus, nicht von einem Run. Und der ist incomplete. Den müssen sie jetzt ausspielen. Vierter Versuch und Zentimeter. Auch hier gehe ich von einem Pass aus. Diesmal aber setzen sie auf einen Run, haben das First Down, bleiben in Ballbesitz, aber das kostet unendlich viel Zeit, was die 49ers hier gerade spielen. Wieder zeigen die Cowboys den Blitz. Kommt nicht durch. Mist. Oh, Leute. Bestes Offense-Play der 49ers. Auf den Tight End Jack Doyle im Stile eines George Kittles. First and goal. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Wenn ich das Spiel wegen diesem verschossenen PET verlieren sollte, werde ich hier wahnsinnig werden, glaube ich. Aber, mein Gott, es sind nur noch 2 Minuten zu spielen. Die 49ers brauchen 2 Touchdowns. First and goal von der 6-Yard-Linie. Kein Touchdown. Der Ball ist an der 1-Yard-Linie. Das gibt's ja gar nicht. Und Kyler Murray macht selbst. Nein! Warum läuft er denn da nicht in die Endzone? Gott, wer bin ich, dass ich mich beschweren möchte? Wir bleiben in der Cover 4. Blitzen mit dem Overstorm Brave und verteidigen gegen den Run durch die Mitte. Und das war die falsche Entscheidung. Touchdown 49ers. 6:13 damit der Spielstand. Der PET für San Francisco ist gut. Er steht 7:13. Ich glaube, die Niners mussten nicht eine ihrer Auszeiten nehmen. Deswegen riskieren sie es auch nicht, hier einen Onside-Kick zu spielen. Ola Whaley nimmt den Ball auf. Festhalten ist die wichtigste Prämisse. 1. und 10 an der eigenen 41-Yard-Linie für die Cowboys. Beide Teams noch mit 3 Auszeiten. Wir laufen natürlich. Ich möchte jetzt San Francisco die Auszeiten nehmen. Und ein First Down wäre hier Gold wert. Timeout San Francisco. Blitz von der linken Seite. Wir bleiben beim Run. Elliott kommt nicht über die First Down Markierung. Zweites Timeout genommen von San Francisco. Das ist ein 3. und 1.
Wir laufen über die rechte Seite. Zeke Elliott hat hier den Speed. First down. Timeout San Francisco. Und das müsste, wenn es hier kein Turnover gibt, eigentlich der Sieg für unsere Cowboys sein. Die 49ers können die Uhr nicht mehr anhalten. Und natürlich laufen wir weiter. San Francisco mit einer extrem aggressiven D-Line. Das hat man gerade deutlich gesehen. Da ist eine Menge Frust dabei. Bringt natürlich jetzt hier nur noch Runstopper auf das Feld. Dritter und 7. Wir sind an der eigenen 40-Yard-Linie. Wir brauchen einen First Down. Elliott mit dem Run. Wir kommen an die 36-Yard-Linie der 49ers mit einem vierten Versuch und 3. Und den spielen wir aus. Nehmen hier aber noch mächtig Zeit von der Uhr, bevor wir dieses Play durchführen. Wichtig ist hier nur eins. Bitte kein Turnover. Das wird das letzte Play im Spiel. Elliott bekommt nochmal den Ball. Und es ist vorbei. 13 zu 7. Ein absoluter Arbeitssieg gegen Shanahan und die 49ers. Aber das war ganz wichtig. Damit stehen wir 5-2 in den Solo-Battlen der Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.